I didn't mean to ignore you. Just got a lot on my mind. Made a real big mistake. See, the Plains gangs chased my mom and me off our land. We lost everything. Heard this was a place of God-fearing people and thought they'd do right by us. People here kept us out in the cold, letting us starve to death while they sat inside, warm and fed. Then the Dorseys came and gave me some food and some kindness and asked me to do some vandalism. I figured what was the harm? I never killed no one, but I did bust some windows. Marshals caught me doing it, and they said I was working with the Dorseys. Magistrate agreed, so here I am. Mom would have talked me out of it. I should have talked to her first. Warum hast du es getan? We were starving. No two ways about it. We were going to die. Dorseys gave us food. I figured a few windows was a worthwhile trade for the bread and meat that saved our lives. Klingt nicht, als würde die Bestrafung zur Straftat passen. Also im Endeffekt hat der so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen das Chaos, das die Dorseys angerichtet haben mit ihrem Angriff, ausgenutzt, um Brot für seine hungernde Familie zu klauen. Quasi die klischeegerechtfertigte Straftat, so ungefähr. Aber jetzt würde er als Dorsey hier zum Tode verurteilt, als wäre einer von der blutrünstigen, mordenden Todesgang des Todes. I thought it was too harsh, but what happens if I speak up now? Will they come after my mom? I can't take the chance. Hast du... Ne, warte mal. Was ist dein Urteil? Magistrate tells me it's death. They're gonna strip me down and tie me to those things. And they're gonna let the cold do its work. I wonder if it'll hurt. Wish I could tell you it won't, kid. But that'd be a lie. Hast du einen Fluchtplan? No, I was never no desperado. Don't rightly know why I let myself get caught up in this. But if I'm to die, I'd at least like to do that right. I'm gonna do that like a man. Na gut, auf Wiedersehen. Schauen wir mal, ob wir den da irgendwie rauskriegen. This kid's going in the pillories next. Murderer! Hallo? Müsste da nicht was vorgelesen werden? Dieser unnachgiebige Mann, ach so, das ist eine Beschreibung, blickt mit grimmiger Zufriedenheit auf den Pranger. Sein Gesicht wird von bleicher Haut überzogen und seine dünnen Lippen presst er so fest zusammen, dass sie nur noch wie eine gerade Linie aussehen. Howdy, Judge. Howdy. How's your heart? Still colder than a well digger's ass? Marshal Kwan, impertinent as ever, I see. Rangers, I am Magistrate Silas Watkins. I have heard of your arrival, partly from the confessions of the Dorsey Raiders. You'll be pleased to know that I sentenced them to death for their part in the attack on the city and your convoy. Oh, hey, super, super. Ich habe mich vorher gar nicht übersehen. Willkommen. Hi. Schön, dass du mit dabei bist. So, jetzt passt auf. Du bist hier also im Grunde verantwortlich. Also, was hat's denn überhaupt mit diesen Prangern hier auf sich? Ist das nicht eine komische Form der Bestrafung? Lass dir die Leute hier ernsthaft einfach erfrieren? Ist das deine Vorstellung von Gerechtigkeit?
Und was hast du da eigentlich für ein magisches Schwert, für eine Laserpistole? Ach, das ist, glaube ich, so ein Elektrostab-Dingens, oder? Ich kann leider nicht näher ranzoomen. Und hast du eine Maske überm Gesicht oder ist das ein Bart? Ich habe so viele Fragen. Aber die einzige Frage, die ich nehmen kann, ist die hier. Also, was ist mit diesen Prangern hier los eigentlich? They are the only instrument of justice we need. Serious offenders die by exposure. Sometimes I might grant a reprieve after frostbiters claim their extremities. Ach, na dann. Na guck, der ist ja gar nicht so streng. Ein paar Gliedmaßen abgefroren und schon können die vielleicht dann vorzeitig entlassen werden. Netter Kerl. Tja, gibt's hier keine anderen Strafen? For some offenses, we have a work camp on the plains. I don't approve of their methods, but it's outside my jurisdiction. Okay, wenn der Kerl, der die Leute gerne am Pranger bindet, bis ihnen die Gliedmaßen abfrieren, sagt, dass er mit den Methoden in den Arbeitslagern nicht konform geht, dann will ich nicht wissen, was die Zustände in diesen Arbeitslagern sind. Oder sie sind ihm nicht hart genug. Okay, das könnte auch sein. Aber gut. Ach ja, Magister Watkins, wir werden keine Freunde mehr, glaube ich. Aber gut. Minor infractions, like public drunkenness or disorderly conduct, are punished by a short stay in the sheriff's lockup. Er deutet auf das Gebäude hinter ihm. Na gut. Der Kältetod scheint ziemlich schmerzhaft zu sein. Oh, to the contrary. It is more merciful than the punishments meted out by the mountain clans or the gangs of the plains. If we did any less, they would see our nation as weak. And in Colorado, weakness is death. Ach, aber Magister Watkins. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und mit sowas erzeugt man nur eine Spirale aus Hass und Gewalt. Hast du in der Schule, die es hier wahrscheinlich gar nicht gibt, nicht aufgepasst? Du bist alt genug, du hast die alte Welt noch miterlebt, oder? As much as we might long for the world before the bombs, when justice was not so cruel, that is not the world we inhabit. And let's be honest, Judge. You kind of like it too, don't you? No, I do not. I only do what the law commands. And since you're the law around here, I guess you're your own boss. I follow principles set forth at the second founding of this city, as you know very well. Without our laws and the penalties to enforce them, we're no better than the Wastelanders. Das ist halt eine Frage der eine Maßstäbe, mit wem man sich vergleicht. Wenn man stolz darauf ist, dass man wild raubenden, brandschatzenden und vergewaltigenden Gangs moralisch überlegen ist, es ist halt eine ziemlich niedrige Leiste, die man sich da selber so gesetzt hat, ne? Reden wir über was anderes, Magister Watkins, weil du gehst mir auf die Nerven. Proceed. Du selbstgerechter Bastard. So, es geht um Austin Peace. Der sagt nämlich, dass er niemanden getötet hat. Was muss ich machen, damit der abhauen kann und nicht erfrieren muss hier? His crimes are still severe. He was part of the Dorsey Uprising. He caused significant property damage. His actions diverted marshals from responding to reports of attacks, magnifying the harm the Dorseys were able to inflict. Argue a case, and I might show lenience. Ah ja, guck, weil wir Arschkriecher 4 haben, könnten wir ihn jetzt überreden. Und wie ich immer wieder sage, wenn man schon so eine Fähigkeits-Skill-Check-Antwort hat, dann muss ich die nehmen, auch wenn es mir gar nicht passt. Aber ich lese sie trotzdem erstmal durch. Er hat den Job nur angenommen, um nicht zu verhungern. Eine gerechte Rechtsprechung würde ihn freisprechen und ihm die Chance geben, für seine Verbrechen zu büßen. Na, das ist sogar eine vernünftige Antwort. I am not certain you truly understand the Patriarch's justice,
But your words ring true. Perhaps death is too severe a punishment. Er denkt einen Moment mit auf den Lippen tippenden Fingern nach. This is irregular, but it is within my powers to grant you full custody of Austin Peace. Any further infractions he may commit are the Ranger's responsibility. I would recommend keeping him out of trouble. You should inform the boy. Best he hears the good news from you. I hope you die slow! Still here. Now looking forward to what comes next. Also, ich habe gute Nachrichten, Austin. Wir haben mit dem Magister gesprochen, er sagt, er lässt dich frei, aber du arbeitest ab jetzt für uns. Du bist jetzt ein Ranger. Herzlichen Glückwunsch. What? Are you serious? You really saved my life and I get to be a Ranger? Aber sowas von. Soon as they let me free, I'm going straight to your headquarters. I'll do whatever you need me to do. Clean guns, scrub toilets, you name it. Wir hätten da einen Leichenberg auf der Krankenstation, der müsste mal weggeräumt werden. Aber da reden wir drüber, wenn wir uns treffen in der Basis. Thank you. Bitte. So, reden wir noch mit der Mutter von dem, oder? Die findet das bestimmt auch nicht schlecht. Die hat ziemlich coole Saiyajin-Haare. You Rangers are heroes. It's not fair. I'm gonna tell everyone what you did for my son. Thank you. Na dann. Sodala, das war doch schon mal eine schöne erste kleine Mini-Quest hier in der Stadt, deren Namen ich vergessen habe. Mittes! Die Leiche der Dorseys, die bei dem jüngsten Überfall getötet wurden, wurden willkürlich in diesen gefrorenen Brunnen geworfen. Ja, na dann. So, ich muss mal speichern. Wie gesagt, das Spiel ist leider immer noch ein bisschen instabil und hier ist es öfter mal abgestürzt. Da kann es nicht schaden. Und wie kann ich bitte auf die Karte gucken? So, keine Ahnung. Dann erkunden wir jetzt die Stadt einfach mal, als wäre ich zum ersten Mal hier. Und da ich so einen schlechten Orientierungssinn habe, gehört da gar nicht viel dazu. Ich muss mich gar nicht dumm stellen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Also, wo es hier wohin geht. Von hier sind wir gekommen? Fragezeichen? Ich glaube schon. Nein, von hier sind wir nicht gekommen. Sind hier zwei Ausgänge dicht nebeneinander scheinbar. Tatsächlich. Wartet mal. Vielleicht ist das gar nicht unbedingt ein Ausgang. Vielleicht ist das ein Übergang. Aber bleiben wir in dem Gebiet. Wie ich NPCs, die immer und immer und immer wieder die gleichen zwei Sätze wiederholen und rausgrölen, liebe. Die gehen mir gar nicht auf die Nerven. Ich finde die fantastisch. Nein, das ist schon sehr nervig. Wenn ich jetzt hier sitze mit Kopfhörer, auch relativ laut, dann schreien mir die immer wieder Dorseys die in die Ohren. Das macht keinen Spaß. New in town? Did you hear about what happened? Ja, ich habe schon mitbekommen, was passiert ist. Die Dorseys haben euch angegriffen. Uns auch. Die haben uns fast alle getötet, uns Ranger. Ihr seid ja scheinbar noch gut davongekommen. Major Tomcat ist im Schnee vergraben. Ist aber auch eine riesige Katze. Jetzt, wo ich die so sehe, neben unseren menschlichen NPCs, das ist schon ein kleiner Puma, ne? Also, dieser junge Mann ist noch ein Teenager. Er trägt mehrere Ausgaben einer Zeitung namens Colorado Patriot auf dem Arm. Ja, wir haben schon gehört, dass es Ärger gab. Sure has. Dorsey's got into the city, but nobody knows how. They started shooting up the place and killed a lot of people. Then they made a run at the Patriarch's Palace. Oh, but they couldn't get inside. Hallöchen, Metatron. Wie geht's? Took a while, but Sheriff Daisy and the Marshals beat him back. Now they're holed up in the Garden of the Gods. Well, some of them, anyway. Others jumped in their trucks and ran for it.
Okay, einige haben sich in den Stadtteil der Garden of the Gods heißt zurückgezogen. Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Ach so, genau, weil er gerade Sheriff Daisy sagt. Jetzt erinnere ich mich wieder, wir sollen zu ihr gehen eigentlich. Sie hat die nächste Quest für uns. Ich habe zwar schon vor, mich in der Stadt umzusehen, aber aus meinem ersten Playthrough habe ich so in Erinnerung, dass das wirklich, da gibt es super viel zum Anschauen, super viel zum Erkunden, super viel Gespräche. Das machen wir jetzt vielleicht nicht alles in einem Block, sondern machen ruhig mal so die Intro-Quest quasi bei Sheriff Daisy und dann haben wir immer noch genug Zeit. Ne, so ein bisschen aufteilen das Ganze, damit es nicht zu monoton wird. Ist vielleicht ganz gut. Was weißt du über diese Dorseys? Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Die haben meinen ganzen Trupp auf dem Gewissen. Das finde ich nicht gut. Nur Abraxe und Idolim haben überlebt und ein paar neue Patreons rekrutiert. Und Major Tomcat. Aber sonst... Just what I've been told. Back before I was born, they were the family that betrayed the Patriarch and tried to take charge of Colorado. Thing is, everybody thought they'd been dead for years. I mean, there's tons of stories about how the Patriarch wiped them all out. Tja. Scheinbar nicht ganz. Ganz im Gegenteil. Wo finden wir Sheriff Daisy? Hey, sind eigentlich die Dorseys wirklich alle miteinander verwandt? Ich meine, es klingt so irgendwie, ne? Als wäre das eine große Familie. Oder ist das eher so, wie wenn man in der Mafia in der Familie ist, so. Wir gehören alle zur Familie, so ungefähr, aber sind nicht wirklich verwandt. Man weiß es nicht. Mir geht's auch gut, Metatron, dankeschön. Wo finden wir Sheriff Daisy Popeyzy? Oh, Marshall Station, right over there. Can't miss the pillories out front. Die Pranger davor, dann waren wir schon direkt davor und haben es nicht gesehen. Na schön, dann... Ach so, du bist hier sowas wie der Nachrichtensprecher? Yep. I work for the Colorado Patriot, only newspaper left in America. We tell people what's happening in the city and what they should think about it. Okay, man sieht sich, Zeitungsjunge. Be careful. Might still be Dorseys hiding out in the city. How does it feel now? Muss ich da lang? Ah, das sieht richtig aus. For you, Marshals, maybe I should go in there myself. Sheriff Daisy! Sheriff! Miss, please. I've had enough of this. Why won't you people do anything? Dorsey slipped right past the ones we've got. So, wen haben wir denn hier? Alter Gefängniswärter. How long is the sheriff going to be busy? As long as it takes, Miss Wesson. You know the trouble that's gone down. I do know. My family's in trouble right now. That's why it's so urgent. Darf ich ja alles klauen? Zwei Medispritzen, Schlossknacken 4, das haben wir leider nicht, oder? Schade. So. Ein Tisch. Guter Bulle, böser Bulle. Und eine schwingende Glühbirne. Ein Klassiker. Deputy Torres! My family's in the garden with those Dorseys. Ja, Lucia, ich rede ja schon mit dir. We're